Oh, hier bin ich wieder. Ich habe euch ja versprochen zu zeigen, wie man sehr einfach und schnell Apfelmus einkochen kann. Früher haben wir das auf dem Topf gemacht. Also rein mit den Äpfeln, also geschält wie jetzt. Rein in den Topf und dann aufkochen, verkochen, solange bis es halt Mus ist. Und dann in die Gläser abgefüllt. Ich habe dann irgendwann mal überlegt, das muss doch auch anders gehen. Ja, das zeige ich euch heute. Als erstes machen wir das letztes Mal auch. Nur diesmal schneiden wir die Äpfel in kleine Stückchen. Geben das Ganze auch wieder in Wasser mit ein bisschen Zitronensaft, damit es nicht gleich braun wird. Und damit das Apfelmus später besser ausschaut. Das habe ich am Anfang auch nicht so gewusst. Aber der Trick ist wirklich top. Man kriegt dann viel helleres und schöneres Apfelmus zusammen, fast wie ich gekauft. Wenn man sich überlegt, was so ein Glas kostet, dass man dann entweder zu Kaiserschmarrn oder zu Pfannkuchen oder zu Reibertatsches isst, dann spart man sich da übers Jahr geschrieben schon eine ganze Menge. Mittlerweile ist es so, dass ich schon fast nicht mehr weiß, wo ich meine eingekochten Sachen unterbringen kann. Aber das macht nichts. So, wenn wir alles in den schönen Topf hier geschnitten haben, dann befüllen wir unsere Gläser mit diesen Stücken, möglichst dicht diesmal, also mit ein bisschen Druck von oben. So soll es hier Apfelmus werden und ihr werdet euch sagen, jetzt packt der Stücke da rein, will Apfelstücke einkochen. Nein, das wird Apfelmus werden, ihr werdet es dann schon sehen. Und wieder wie vorher auch, wie schon erwähnt, schaut, dass es ein bisschen Rand oben gibt. Diesmal müsst ihr es nicht genauso beachten, es wird sowieso ein bisschen mehr Luft reinkommen. So, und dann könnt ihr gleich würzen nach Belieben. Also wir können es nur Tarell lassen, das heißt also nur Äpfel mit, oder die mittlere Gläser, wie ich schon erwähnt habe, 2 Esslöffel Zucker drauf. Ihr könnt aber auch noch Weinbeeren oder Zimt zugeben. Dann füllt ihr das Glas ungefähr bis zur Hälfte mit Wasser. Die obere Hälfte lasst ihr frei. So, jetzt machen wir mal ein Glas, machen wir mal ein bisschen Zimt rein. Zimt rein. So. Auch wieder 2 Esslöffel Zucker drauf. Das Wasser füllen und gut. So, jetzt habe ich das dritte Glas fertig. Auch mit halb Wasser. Ich nehme das dickste Glas, das ich habe, das ich einkochen will, und ich brauche ein Lineal, sodass die Deckel gescheit zu sind. Und dann messe ich mit dem Lineal den Durchmesser des Glases. In dem Fall ja 10 cm. 10 cm. Ich schneide das Glas jetzt pro Zentimeter eine Minute in einen Dampfdrucktopf. Ich orientiere mich immer nach dem größten, damit die Hitze auch wirklich alles erreicht. Das heißt, bei dem kleineren hier, die haben ja nur 8 oder 9 cm, da könnte ich weniger nehmen, aber das ist nicht allzu viel, weniger oder mehr. So, ich nehme einen handelsüblichen Dampfdrucktopf, egal welche Marke das jetzt ist. Ich prüfe natürlich vorher, ob ich den Deckel dann auch drauf kriege, wenn ich die Gläser reingestellt habe. Ich habe da unten noch ein Tuch drin, dass die durchs Hochkochen nicht anfangen auf dem Boden rumzuhüpfen und zu schlagen. Ich mache den Deckel zu und dann heize ich ihn auf höchste Stufe auf. Also in dem Fall hat er nur Soft oder Turbo, dann heize ich den auf Turbo. Und wenn ich Turbo erreiche, dann fange ich an, jetzt wie gesagt Durchmesser 10 cm in 10 Minuten lang einkochen zu lassen. Dazu muss dieser Dampfdrucktopf erst schließen, das heißt, muss genug Druck aufgebaut werden, was jetzt der Fall ist. Jetzt lässt sich nicht mehr niederdrücken und dann läuft jetzt langsam die Temperatur hoch. So, jetzt sieht man das gelbe Feld schon mal kommen im Bereich Soft. Es wird dann grün und wenn es im Turbo drin grün ist und schon anfängt leicht rot zu werden, dann ja, schalte ich runter. So, gelb ist im Turbo-Bereich. Jetzt wird es bloß noch ein paar Sekunden dauern, dann kommt grün und danach kommt kurz rot und dann schalte ich den Ofen von voller Hitze runter
Dampfkocher macht man immer volle Hitze, bis er dann die Temperatur erreicht hat, auf ungefähr, naja, die Hälfte. Das reicht dann, dass er die Temperatur hält. Wenn rot kommt, würde dann irgendwann auch das Sicherheitsventil auslösen und der würde abdampfen, was ich natürlich nicht will. Ah, jetzt sieht man, jetzt kommt schon der rote Strich. Jetzt gehe ich hier runter auf die Hälfte. Und ja, dann passt es so ziemlich. Jetzt stelle ich mir eine Uhr ein. Auf 10 Minuten. Ihr die Gläser rausnehmen müsst, da müsst ihr immer aufpassen, dass ihr die Finger nicht verbrennt. Das zeige ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, wenn die, wenn man sie auch noch fassen kann, oder auch wenn schon ein bisschen mehr abgekühlt sind, und das sind jetzt immer noch diese Stücke zu sehen, als ob die Kamera das so zeigt, dann nimmt man die und schüttelt das etwas. Und schon hat man Apfelmus. Ja, das wäre es eigentlich. Es ist dann zwar so, ich habe hier schon mal ein Glas, da setzt sich dann etwas Flüssigkeit ab. Das sieht man auch ganz deutlich da unten drunter, hier so ein bisschen. Aber das macht mir nicht viel aus. Ich schüttle das immer wieder mal. Und dann wird das eine homogene Masse, wenn es ganz abgekühlt ist. Wenn man da das öfters mal stehen lässt hier, ja, dann hat man dann ein gekochtes Apfelmus. Man hat so ein bisschen mehr Luft drin, nicht ganz so viel eingelagert, aber es geht halt viel schneller, als wenn man es in einem Kochtopf zubereitet und dann abfüllt. Kann man natürlich auch machen, ist aber wesentlich energieraubender und zeitraubender.